Hallo, liebe Leser, hier nochmal vom Case King Stand. Diesmal wieder mit was Neuem, was ich selber noch gar nicht, gesehen habe ich schon, aber ausprobieren durfte ich es noch nicht. Es geht hier nämlich um einen sogenannten Gaming Desk. Und zwar ist das hier, zu Deutsch Tisch für Spieler oder auch Spielertisch genannt, wie auch immer. Der hier von Nitro Concepts, der ist noch nicht erhältlich. Ich weiß also auch noch nicht, wie viel er kosten wird. Kommt aber bald auf den Markt. Und für mich ist das jetzt wirklich eine Premiere. Ich habe mir gedacht, was soll denn an so einem Tisch so toll sein? Ich kann mir auch meinen ganz normalen Schreibtisch setzen. Aber wie ich hier sehe, hat dieser Tisch auf jeden Fall Vorteile. Der erste nämlich, es ist ein riesiges Mauspad. Und zwar der ganze Tisch hier. Überall kann ich mit meiner Maus rumfentern. Finde ich klasse, finde ich gut. Muss natürlich aufpassen beim Kaffee. Die Kaffeetasse muss also auf irgendeinen Untersetzer. Ansonsten wird es schwierig. Ja, und was der Clou bei der ganzen Sache ist, und das ist für mich auch wichtig, denn ich bin zum Beispiel großer Kerl. Ich brauche den Tisch in einer gewissen Höhe. Der Nächste ist ein kleiner Mann, braucht den niedriger. Das wäre natürlich ein Problem, wenn da nicht eine Technik gäbe, mit der man das regulieren kann. Zumindest hier bei diesem Tisch kann man das. Und zwar, wenn man mal hier schaut, hier befinden sich zwei Knöpfe hoch und runter. Ja, und mehr brauche ich dann wohl nicht sagen, aber wir gucken jetzt mal, was mit dem Tisch passiert. Ich mache mal meinen Ellenbogen drauf. So, und jetzt guck mal, oh, dann geht das hier runter. Das heißt, wir können den, so, das ist dann die tiefste Höhe. Wäre für mich, wenn man es jetzt mal ergonomisch sieht, ich setze mich mal ergonomisch hin hier, wäre der viel zu niedrig. Weil, oder wäre gerade noch gut, weil hier der rechte Winkel soll ja gegeben sein. Also die Tischhöhe wäre für mich schon gut. Aber wie gesagt, man kann ihn auch hochfahren, wenn man eben, sei mal einen längeren Oberkörper hat, was auch immer. So, jetzt haben wir mal, oh, den lässt sich sogar richtig schön hochfahren. Ich hoffe, gleich fällt er nicht raus. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Das überrascht mich jetzt wirklich. Also jetzt kann ich, man sieht, man kann ihn wirklich in der Höhe stark variieren. Also dass er so hochfahren wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gefällt mir, ist eine interessante Sache. Ist natürlich die Frage, was kostet sowas? Braucht der Gamer das? Braucht er es nicht? Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall nützlich. Ich würde sagen, kann man sich auf jeden Fall schon mal, kann man mit dem Gedanken spielen, sich sowas anzuschaffen, wenn man sich ein schönes Gamerzimmer einrichten will. Ja, hier sind wir immer noch am Case King Stand. Die haben immer so viele tolle Sachen. Da kommt man so schlecht weg. Aber das ist ja auch gut so, weil hier habe ich schon wieder was entdeckt. Und zwar ist das nicht schön bunt für so einen RGB- und Rainbow-Beleuchtungsliebhaber wie mich. Fantastisch. Denn was hier steht ist, also mir geht es hier gar nicht um die Hardware, sondern mir geht es um diesen, ich sage bestimmt nicht Kasten, weil es ist kein Kasten, sondern ein schönes Gehäuse. Das ist das Rajintec Eris. Und das ist sozusagen ein Lüfter- oder auch Radiatorwunder. Denn man kann, fangen wir oben an, 480er Oven, 480er, man kann einen 480er, wie hier drin ist, oder aber einen 600er Radiator hier vorne. Das sind nämlich drei 200 mm Lüfter. Dementsprechend passt natürlich auch der Radiator rein. Selbiges geht auch hier hinten auf. Oh, jetzt habe ich sogar meine Finger in den Lüfter gesteckt. Seht ihr? Also hier hinten auch nochmal 3x200 mm. Das ist echt schon der Wahnsinn. Aber dem noch nicht genug. Denn wenn wir mal auf die andere Seite gehen, ich schlöre jetzt meine Kamera hier mal mit. Der Willi muss mitkommen. So. Da, was sehen wir da? Da geht es doch gleich weiter. Da haben wir nämlich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 120. So einen Radiator gibt es nicht. Also 360. Wenn man es zusammenzählt, kommt ganz viele Millimeter raus. Nein, Spaß beiseite. Ich habe schon viele Gehäuse gesehen, aber so viel, das ist mir neu und vor allem, ich finde es herrlich mit diesem bunten, blinkenden Licht. Was noch dazu kommt, das Gerät kann auch noch eine Menge Hardware aufnehmen. 4 Grafikkarten, logisch. 2 Netzteile können rein. Hier unten sieht man eins. Dann nehme ich mal an, das zweite kommt daneben. Und natürlich auch noch ein komplettes Mini-ITX-System kann man hier reinstecken. Wenn man also, warum auch immer, nicht nur einen PC, sondern gleich zwei braucht. Aber meistens kann man dann so ein kleines System zum Surfen nehmen. Ja, ich bin beeindruckt und positiv geblendet von diesem bunten Licht. Deshalb,
Also eine schöne Sache, gefällt mir. Und wir haben hier noch ein anderes gefunden. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an im Gehäuse. Das ist auch sehr stylisch und was fürs Auge. Ja, und hier jetzt mal als Vergleich was etwas anderes, mehr in die Designrichtung. Nicht so eine Lüfterflut und Radiatorflut. Und zwar auch, wie gesagt, ein System hier, ein King-Mod-System von Case King. Gehäuse ist das, das Cooling Big Chungus heißt es. Und das ist eben, wie man sieht, etwas aus der Form geschlagen. Es ist also nicht schön akkurat, nein. Ein paar schräge Teile, schräge Elemente drin. Hier Glas, da Glas. Und aber auch hier, zum vor allem im vorderen Bereich, auch wieder mächtig Platz für Radiatoren. Wenn man mal zählt, 4x120 macht, genau, 480. Das wäre hier vorne möglich. Okay, hinten beim Heck sieht es ein bisschen beengter aus, ist aber auch klar. Weil wir haben ja hier immer noch 3, 6, 7 Slots. Hier Steckplätze. Ja, und oben im Deckel dann nochmal wieder, das sieht man hier nicht ganz so gut. Das sind zwei 140er Lüfter, sprich also auch ein 280er Radiator passt dort rein. Also auch eine schöne Studie mal, wenn es ein bisschen auffälliger, ein bisschen moderner sein soll. Da, also gefällt mir auch. Ja, da haben wir uns mal ein paar Gehäuse hier angeguckt. Hier gibt es natürlich noch viele, viele mehr, aber die meisten haben wir auch schon mal gezeigt, aber hier haben wir jetzt mal für euch extra die Neuheiten oder die Besonderheiten rausgepickt.